Hallo zusammen. Sind Sie bereit für neue Reisen? Los geht's mit Stadtland Kunst. Wir sind gleich in Belgrad, der Hauptstadt Ex-Jugoslawiens. Hier fand der Comiczeichner Enki Bilal Inspiration. Auf diesem Baum wächst ein kleines Wunder der Natur. Die Einheimischen nennen sie die weinende Frucht. Açaí ist nicht nur ein Superfood aus Amazonien, sondern verbindet Brasilianer mit ihren Wurzeln. Frischer Fisch vor der Haustür. Zum Glück gibt's da noch mehr davon. Diesen Luxus gönnen wir uns in Indonesien. Auf Java kosten wir Pepes Ikan, in Bananenblättern gedünsteter Fisch, gewürzt mit Lorbeer, Ingwer und Thai-Basilikum. Und schließlich eine kuriose Erfindung, die New Yorker Ohren zum Vibrieren brachte. Sie bereitete sowohl dem Synthesizer als auch dem Streaming den Weg. Zunächst das Rätsel. Welche Geheimwaffe aus Alaska setzte die französische Armee im Ersten Weltkrieg in den Vogesen ein? 1914 erlitten die Soldaten einen eisigen Winter. Eine harte Erfahrung, die sie nicht noch einmal machen wollen. Wie will der Generalstab den Truppen an der Ostfront helfen? Vor der Lösung treffen wir in Serbien Enki Bilal, den Mann, der in seinen Comics ein Universum in Metallblau und Rot zeichnet. Rot wie die Stadt seiner Kindheit, seiner Inspiration. Das kommunistische Jugoslawien, ein Staat aus der Vergangenheit. 1951 wird ausgerechnet hier ein postmoderner, visionärer Autor dystopischer und futuristischer Welten geboren, der seine Inspirationen aus dem Land seiner Herkunft, Serbien, schöpft. Das Werk von Enki Bilal ist gekennzeichnet von Zeitsprüngen, politischer Unterdrückung, religiösem Fanatismus und einer allgegenwärtigen grauen Ästhetik, wie in der Nikopol-Trilogie. Hier kreuzen sich die Schicksale eines auf die Erde gekommenen Gottes und einer Rebellenfamilie in einer beunruhigenden, doch zugleich vertrauten Zukunft. Bilals Kulissen erinnern an das föderale und autoritäre Jugoslawien unter Tito, in dem er seine Kindheit verbrachte. Ein Land, eine Stimmung, eine schmerzhafte Geschichte, für die der preisgekrönte Zeichner dennoch unendliche Zärtlichkeit bewahrt. Hoch oben auf dem Kalkfelsen mit Blick auf die Donau thront die Festung Kalemegdan über der serbischen Hauptstadt. Kalemegdan ist die Seele der Stadt. An diesem Ort entstand Belgrad in der Römerzeit. Die Burg stammt aus der Zeit, als die Römer ihre erste Festung errichteten. Eine Legion war hier stationiert. Der Ort war immer bewohnt, wurde ständig zerstört und wieder aufgebaut. Die Festung wurde zum Herzstück des gesellschaftlichen Lebens. Das Bürgertum ging hier ein und aus, traf sich, um zu debattieren. Für den kleinen Enki Bilal ist die Festung vor allem eine Spielwiese. In den 50er Jahren lebt er gleich gegenüber und spielt so oft er kann in den Gärten und vor allem im Freilicht-Militärmuseum, das Tito dort einrichten ließ. Die Panzer werden hier seit 70 Jahren ausgestellt. Länger noch, seit der Befreiung von Belgrad 1944. Sie müssen sich in Bilals Geist eingeprägt haben. Er ist hier aufgewachsen. Er spielte Krieg und Cowboy und Indianer. Wie alle Kinder, die in Belgrad aufgewachsen sind. Sogar meine Generation kam hierher, um bei den Panzern zu spielen. Was natürlich verboten war. Bilal erzählt: Ich habe 10 Jahre auf dieser offenen Wunde gespielt, diesem Riss, durch den die Geschichte ächzte. Mein ganzes Werk stammt aus den Erinnerungen an Kalemegdan. Meine Finger und Handflächen werden diese rauen Oberflächen, durchzogen von Geschichten, nie vergessen.
Meine Zeichnungen versuchen, die Texturen wiederzugeben. Bereits seine ersten Zeichnungen sind durchtränkt von der anthrazitfarbenen, rauen Atmosphäre. Gekennzeichnet durch diesen erdigen Strich, den er lange Zeit mit der Asche seiner Zigarre zog. Seine frühen Bilder sind eher Schraffuren. Vor allem die Gesichter, die Oberflächen. In Sachen Farben hält sich alles in Pastelltönen, dunkle Nuancen, grau. Die Stimmung in seinen Städten ist immer deprimierend. Oft versinken sie im Nebel. In der Altstadt von Belgrad ragen hohe, massive und düstere Gebäude in den Himmel. Die typisch serbische Architektur des 20. Jahrhunderts, eines mehr als 60 Jahre andauernden autoritären Regimes. Svetozar Cvetković ist seit 40 Jahren mit Enki Bilal befreundet und ebenfalls in dieser Stadt aufgewachsen. Dank Bilals Zeichnungen hat er sie neu entdeckt. Als Kind fand ich sie wirklich hässlich. Doch als ich dann die Zeichnungen Enkis sah, ist mir ihre Schönheit bewusst geworden. Die Schönheit dieser Architektur, von der etwas Dunkles ausgeht. Eigentlich nicht dunkel, sondern eher erdrückend. Vielleicht wie das totalitäre Regime, in dem wir lebten. Ich selbst habe es nicht als Diktatur wahrgenommen, wie es von vielen definiert wird. Für mich war es eher eine Art Markenzeichen, wie es von Enki in seinen Comics verwendet wird. Da geht es immer um jemanden, der an der Spitze steht und alles entscheidet. Die eiserne Disziplin der kommunistischen Partei ist in allen Geschichten des Zeichners präsent. Sie spielt auch eine zentrale Rolle für sein eigenes Schicksal. Da sein Vater sich weigert, sich zu unterwerfen, ist die ganze Familie gezwungen, Serbien zu verlassen und nach Paris zu ziehen. Enki ist damals 9 Jahre alt. Ins Exil gezwungen wird auch der Held Nikopol im ersten Teil der Trilogie von 1980, nachdem er sich weigert, für die Regierung zu kämpfen. Mehrere Jahrzehnte nach seiner Abreise bringt der Künstler diese unerbittliche Atmosphäre, in der er aufgewachsen ist, zu Papier. Er schreibt: Der Osten fehlte mir. Dessen wurde ich mir bewusst. Aber nicht der realistische Osten der aktuellen Ereignisse, vielmehr der, den ich mir anhand meiner Erinnerungen ausmalte. Ich erschuf ein bipolares politisches Universum, im Grunde das der 1980er Jahre. Es geht um zwei Blöcke, zwei Ideologien, die aufeinandertreffen. Eingefroren in einer Kapsel wird der Deserteur Nikopol ins All geschickt. Als er 30 Jahre später, im Jahr 2023, zurück auf die Erde kommt, ist der Planet mit dem gleichen Faschismus konfrontiert wie zum Zeitpunkt seiner Verbannung. Eine serbische Desillusionierung? Seine Figuren haben die gleiche Geisteshaltung wie die Menschen hier. Wir haben etwas Geheimnisvolles, ein Leiden, das uns eigen ist. Die Figur Jill Bioskop zum Beispiel ist eng mit Belgrad verbunden. Natürlich aufgrund des serbischen Namens. Aber auch wegen dieser Traurigkeit, die ihr anhaftet. Wegen ihres Willens, dieser Traurigkeit zu entkommen. Dieser Angst, dieser Hoffnungslosigkeit. In vielen seiner Comics identifiziert Enki Bilal klar den Hauptgrund für die Diktatur. Der religiöse Fanatismus. Zu Beginn der 80er Jahre spüren die Gefahr, die dem Balkan droht, nur wenige. Doch der Zeichner ist dafür besonders feinfühlig, da er im kosmopolitischen Viertel Dorćol aufgewachsen ist. Dorćol ist der älteste Teil Belgrads und ein ziemlich einzigartiger Ort.
an dem man die Spuren verschiedener kultureller Einflüsse herauslesen kann. Der Einfluss der muslimischen Kultur, der jüdischen. Die orthodoxe Kirche Alexander Newski steht hier. Kurz gefasst, all die Konfessionen, die später zu einem wichtigen Thema in Bilals Werk wurden. Selbst als Kind wusste ich, dass es Menschen unterschiedlicher Religionen gab, unterschiedlicher Ethnien, wie man heute sagt. Aber das schien mir normal. Erst die Tatsache, dass diese Identität zur Obsession wurde, hat zum Krieg geführt. Wahrzeichen dieser omnipräsent gewordenen Religion ist der Dom des heiligen Sava. Seine Bauarbeiten wurden durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen und nach dem Tod Titos fortgesetzt. Ein eindrucksvolles Gotteshaus, 79 Meter hoch und aus 80 Kilometern Entfernung sichtbar. So thront es inmitten des Chaos in der Nikopol-Trilogie. Diese große zentrale Kirche ist meiner Meinung nach ein Symbol für die jüngere Geschichte Serbiens. Auf jeden Fall ein Symbol der Identität und der Bedeutung der orthodoxen Kirche. Als der Jugoslawienkrieg Anfang der 1990er Jahre ausbricht und der Nationalismus erstarkt, erkennt der Visionär Enki Bilal bereits die Anzeichen des religiösen Extremismus. Es ist eines seiner zentralen Themen. Er ist sehr kritisch gegenüber der Religion. Natürlich nicht Religion als Glaube, vielmehr gegenüber bestimmten repressiven Formen. Darum geht es vor allem im Schlaf des Monsters. Die Geschichte erzählt von drei Waisenkindern, die 1993 in Sarajevo geboren wurden und sich 30 Jahre später wieder treffen. Hier geht es um das Thema der unterschiedlichen Religionen, bosnisch-muslimisch, orthodox und andere. In einem Interview sagt er: Den Schlaf des Monsters habe ich 1994 begonnen, inmitten dieses unaufhörlichen Konflikts. Auf kleinem Raum stehen sich die orthodox-serbische und die katholisch-kroatische Glaubensrichtung gegenüber, mit einem zunächst liberalen Islam auf bosnischer Seite, der sich zwangsläufig radikalisiert. Ich wollte keine bestimmte Religion stigmatisieren. Ich dachte nur, was, wenn alle monotheistischen Religionen sich in der Zukunft vereinen, um einen obskurantistischen Orden zu gründen? Im Schlaf des Monsters erschafft er eine multinationale Sekte des Obskurantismus, die alle Wissenschaft und alles Wissen auslöschen will. Nachdem er sich mehrere Jahrzehnte mit Kriegen und Diktaturen befasst hat, wird ein neues Thema zum Streitpferd des Zeichners. Er sagt: Die Ökologie, die ich lieber Planetologie nenne, ist der einzige Kampf, der sich lohnt, geführt zu werden und der alle Menschen vereinen kann, weil er sie alle betrifft. Es ist das Einzige, was uns noch bleibt. Unser aller Los hängt davon ab. Im Süden Belgrads veranschaulicht der Wald von Košutnjak den Kampf des Zeichners. Bis 1903 war das hier eine Jagdzone. Der Name Košutnjak kommt von dem Wort Reh, dem Tier. Es ist eine Oase mitten in Belgrad, zu der die Menschen am Wochenende und in ihrer Freizeit kommen. Als der Wald von Bauunternehmern bedroht wird, setzen sich die Einwohner von Belgrad für seinen Erhalt ein. Ein Bewusstseinswandel, den Enki Bilal auch mit seiner Trilogie Blutrausch von 2014 provozieren will. Der Titel ist eine Anspielung auf den Zorn des Planeten, der sich von den Menschen und all den von ihnen verursachten Katastrophen befreien will. Bilal sagt: Ich habe mit Absicht einen Ausdruck gewählt, der einem menschlichen Gefühl entspricht. Ich habe mir einfach vorgestellt, die Natur sei lebendig und habe einen Überlebensinstinkt. In Blutrausch beschreibt Bilal die Erde nach einer Naturkatastrophe. Sie ist aus der Bahn geworfen, die Meere sind angestiegen, das Land ist vertrocknet und es gibt kaum noch Trinkwasser. Die Menschheit ist am Ende und muss sich neu erfinden. Er findet einen Ausweg, indem er das Postulat eines hybriden Menschen aufstellt,
kombiniert mit anderen Lebewesen. Nur durch gegenseitige Rücksichtnahme und artenübergreifende Zusammenarbeit können wir unser Überleben, das aller anderen Arten und des ganzen Planeten sichern. Es ist der Rat eines Freundes, eine Warnung von Enki Bilal, der in seinen Zeichnungen und seiner Science-Fiction-Welt der Realität schon so oft zuvorgekommen ist. Wir verlassen nun die Stadt und fahren raus ins Grüne. Doch statt einer Hütte im Wald gibt es in Serbien eine Hütte im Fluss. Kaum zu glauben. Ob sie wirklich hält, diese aus Brettern und Blech zusammengezimmerte kleine Hütte? Jedenfalls thront sie schon ein paar Jahrzehnte mitten auf der Drina, in der Nähe des Städtchens Bajina Bašta in Serbien. Sie ist nicht so alt, wie sie aussieht, eher ein modernes Häuschen, Baujahr 1968. Ein paar jugendliche Schwimmer legten gern auf dem Felsen eine kleine Pause ein. Aber naja, sich auf kantigem Felsen in der Sonne zu ahlen, es gibt Schöneres. Und so beschlossen die jungen Hedonisten, den Ort gemütlicher zu gestalten. Das Baumaterial schafften sie auf Booten heran. Größere Bretter ließen sie mit der Strömung flussabwärts bis zur kleinen Insel treiben. So viel Herzblut steckt in dieser kleinen, bescheidenen Hütte. Dabei machte ihr schon im ersten Winter das Hochwasser den Gar aus. Regelmäßig wird sie von den Fluten zerstört und vom Menschen wieder aufgebaut, Jahr für Jahr. Mittlerweile ist das Häuschen einer der meist fotografierten Orte in ganz Serbien. Gerüchten zufolge dient es nicht länger als Rastplatz für unerschrockene Schwimmer, sondern als romantischer Treffpunkt für wagemutige Paare. Sie kommen hierher, um das zu tun, was verliebte Pärchen so tun: Karten spielen, sich tief in die Augen schauen oder in einem hochtrabenden Roman schmökern. Um den Felsen rankt sich auch die Legende des Marko Mirnjavcevic. Er hat tatsächlich existiert und herrschte im 14. Jahrhundert über einen Teil Mazedoniens, den Osmanen durch einen Treueeid verbunden. Er starb dann auch im Kampf an der Seite der Türken. Der Legende zufolge fürchtete sich sogar der Sultan in Istanbul vor ihm. Seine Unterdrücker köpfte er mit der Axt, doch Rat suchte er stets bei seiner Mama. 300 Jahre alt soll er geworden sein, sein edles Ross stolze 160. Sein Pferd soll auch das Fundament für die Flusshütte gelegt haben, indem es von einem Ufer zum anderen sprang. Sehr lecker, dieser Acai-Saft. In Europa findet man die Trendbeeren meist in Form von Puder oder Saft. Doch in Brasilien sind die Beeren mehr als ein Superfood. Denn sie sollen eine Verbindung zu den Ahnen herstellen. Sehen Sie selbst. Wenn ich die Acai-Beeren sammle, bin ich gerne allein im Kontakt mit dem Wald. Ich fühle mich mit meinen Vorfahren verbunden. Diese Frucht schützt uns von innen. Sie reinigt unseren Körper und wirkt als Schutzschild. Eine Pflanze, deren Heiligkeit in ihren außergewöhnlichen Nährwerten begründet ist. Die Acai-Beere hat sich von einem traditionellen Lebensmittel aus dem Amazonasgebiet zu einer Frucht entwickelt, die in Brasilien den portugiesischen Siedlern ihr Überleben gesichert und dann die ganze Welt erobert hat. Eine Wunderfrucht in vielerlei Hinsicht. Das schwarze Gold des Amazonas ist mittlerweile Aushängeschild der brasilianischen Gastronomie und konnte das Land mit seinen lang verdrängten indigenen Wurzeln versöhnen.
In der Sprache der Tupi bedeutet Açaí die weinende Frucht. Einer indigenen Legende zufolge hörte die junge Lhasa, die gezwungen war, ihren Sohn zu opfern, weil in ihrem Stamm eine Hungersnot herrschte, im Wald das Weinen ihres Kindes. Am Tag danach wurde Lhasa dort tot aufgefunden. Ihre Tränen hatten die Palme mit den kleinen Beeren wachsen lassen, die so schwarz wie ihre Augen waren und deren Nährstoffe ihr Volk retten konnten. Diese Geschichte wird noch heute im Dorf der Tembe im Bundesstaat Pará erzählt. Auch deren Vorfahren erfreuten sich schon an der Açaí-Beere. Man nimmt an, dass die Açaí-Beeren bereits mehr als 10.000 Jahre vor Christus gegessen wurden. Der Baum wuchs im Amazonasgebiet und die Früchte konnten leicht gesammelt werden. Wir sprechen hier von einer Zeit vor dem Aufkommen der Landwirtschaft. Man kann davon ausgehen, dass die Nomadengruppen von Jägern und Sammlern bereits Açaí-Beeren aßen. Meist diente die Açaí-Beere als Hauptgericht. Sie löste das Hungerproblem bei diesen Völkern. Sie ist sehr gehaltvoll und macht wirklich satt. Die Açaí-Beere wird im Mörser zerstampft. Das Fruchtfleisch wird mit Maniokmehl und Fisch oder Fleisch gegessen. Manchmal ersetzt es sogar die Muttermilch für die Kleinsten. Die Açaí-Beere kommt aus dem Wald, der von übernatürlichen Wesen bevölkert ist. Im Wald kann man Verbindung mit ihnen aufnehmen. Die Açaí-Beere und die anderen Früchte, die im Wald wachsen, haben einen spirituellen und symbolischen Wert für die Indigenen. Wenn man auf eine Palme klettert, ist man eins mit dem Baum. Es ist ja nicht so, dass man einfach irgendwie auf den nächstbesten Baum klettert. Es gibt da eine Technik, die die Natur schont. Die Indigenen brennen die Bäume nicht nieder. Sie fällen sie nicht, weil es diese spezielle Verbindung gibt. Für die Tembe ist die Açaí-Palme ein respektiertes, eigenständiges Wesen. Dank der Açaí-Beeren können wir uns treffen. In Harmonie gemeinsam essen, spielen, lachen und reden. Das vereint unser Volk und das ist sehr wichtig. Schon bald entdecken die portugiesischen Kolonialherren die Beere. Im 17. Jahrhundert landen die ersten Siedler im Amazonasgebiet, um der Gier der Franzosen, Engländer und Holländer nach dieser Region zuvorzukommen. So wird 1616 die Stadt Belém gegründet. Das Bewohnen dieses riesigen Gebietes erweist sich schwieriger als erwartet und ist nur entlang der Ufer des Amazonas und auf dessen Inseln möglich. Os navios que traziam deveriam trazer, né? Die Schiffe mit Lebensmitteln und Medikamenten kamen manchmal nur ein- oder zweimal im Jahr. Dadurch waren die Neuankömmlinge gezwungen, die Ernährungsgewohnheiten der Einwohner zu übernehmen. Das waren damals vor allem Indigene. Auch wenn der Saft der Açaí-Beere dem Traubensaft ähnelt, wurden die Siedler von der dunklen Farbe abgestoßen. Sie waren helle Lebensmittel gewöhnt, wie Weizenmehl, Butter oder Kartoffeln.
Es ist wahr. Wenn man das erste Mal davon probiert, schmeckt es grasig. Das ist beim ersten Löffel so. Beim vierten Löffel bemerkt man schon andere Geschmacksnoten. Zudem macht die Acai-Beere satt, was ein angenehmes Gefühl ist, mental und emotional. Daher eroberte die Beere sehr schnell alle Bevölkerungsschichten. Während mühsam Kakao- und Zuckerrohrplantagen angelegt werden und aus Afrika geraubte Sklaven zu der Bevölkerung aus Indigenen und Siedlern dazukommen, wird die Acai-Beere schnell zur Überlebensfrucht. Die Frucht war extrem wichtig für den Erhalt der Kolonien. Zunächst, weil sie überall am Flussufer zu finden war, aber auch, weil sie nichts kostete. Es genügte, einen Sklaven aufzufordern, den Baum hochzuklettern und die Beeren zu pflücken. Diese wurden dann zerquetscht, um das Fruchtfleisch zu gewinnen. In diesem feindlichen Dschungel wird die kleine Beere bald von allen Bevölkerungsschichten geschätzt. Jeder passt sie an seinen Geschmack an. Die portugiesischen Kolonisten geben Zucker dazu und machen daraus die Grundlage ihrer Desserts, ihrer Cremes und Kuchen. Die Acai-Beere wird interkulturell. Es entstand eine kulturelle Interaktion bei der Ernährung. Das Wissen der Kolonialherren vermischte sich mit dem Wissen der Einheimischen. Und so entstanden viele neue Rezepte. Lange Zeit bleibt der Verzehr der Acai-Beeren auf das Amazonasbecken beschränkt. Denn die Frucht muss innerhalb von 48 Stunden nach der Ernte gegessen werden. Die Beeren werden im Wald gepflückt und auf Booten bis in die Städte gebracht, wie auch nach Belém, wo jede Nacht ein großer Markt stattfindet. Bis sich die Wissenschaft für die kleine Beere interessiert. Genauer gesagt, ein belgischer Forscher, der in der Region lebt und auf Lebensmittelkunde spezialisiert ist. Ich bin 1994 hierher gekommen und fand das sehr spannend. Der Verbrauch von Acai-Beerensaft war höher als der von Kuhmilch. Trotzdem wusste man nichts über die Zusammensetzung des Safts. Ich fand das ziemlich irre und deshalb haben wir eine Analyse durchgeführt. Wir haben herausgefunden, dass im Saft viele Öle enthalten sind, deren Fettsäuren in ihrer Zusammensetzung sehr dem Olivenöl ähneln. Außerdem enthält die Beere viele Ballaststoffe und Antioxidantien. Das ist sehr wichtig gegen kardiovaskuläre Erkrankungen. Das hat alles sehr viel bewirkt. Die Begeisterung für die Acai-Beere ist riesig und wird vom Handel unterstützt. Im Sport und bei allen, die auf der Suche nach Wellnessprodukten sind, hat die Frucht die modische Bezeichnung Superfood erhalten. Zunächst in Brasilien, dann auf der ganzen Welt. Von 1997 an stieg die Nachfrage nach den Acai-Beeren stark an. Die Beere verließ ihre angestammte Region und überschritt die Grenzen Brasiliens, gelangte in die USA und dann nach Japan. So stieg dann auch ihr Preis, was für die Produzenten, die traditionell arm waren, eine feine Sache war. Leider nicht für die lokalen Verbraucher, die damit gar nichts zu tun haben. Die fragen sich eher, warum die Acai-Beere so viel teurer wird. Dazu kommen die Folgen für die Umwelt. Die starke Nachfrage führt zur Entstehung von Monokulturen anstelle der traditionell kleinen, diversifizierten Parzellen. Es gibt also noch viele Herausforderungen zu meistern. Jedoch ist eine entgegen aller Erwartungen schon bewältigt. Was kostet das? 10? Thiago Castanho ist einer der innovativsten Köche Brasiliens. Er stammt aus Belém und liebt es, durch die Gassen des Vero Peso zu schlendern, einem der größten Märkte Lateinamerikas.
Seit meiner Kindheit gehe ich auf diesen Markt. Er ist eine Inspirationsquelle für mich. Er verbindet mich mit meiner Heimatregion. All diese Menschen, ihre Sprache, diese organisierte Unordnung, das charakteristische Chaos von Belém, all das findet man hier wieder. Hier ist die Açaí-Beere ein Lebensmittel für das Volk, keine Modeerscheinung. Der Koch interessiert sich vor allem für die indigene Vergangenheit der Beere. In seinem Restaurant bildet sie einen Hauptbestandteil der Speisekarte. So wie dieses Açaí Bao, ein in Dampf gegartes chinesisches Brot, das traditionelles aus Amazonien mit Einflüssen von außen verbindet. Die indigene Kultur wurde und wird nicht ausreichend wertgeschätzt, sondern immer als minderwertig angesehen. Ich versuche, die Tradition zu verstehen. Sonst verliert das Lebensmittel seinen kulturellen Kontext und wird zu einer simplen Ware, die Umsatz macht und nicht unsere Vorfahren, unsere Geschichte und die traditionellen Rezepte wertschätzt. Ich will Neues schaffen. Ein Gericht wie dieses hier feiert die biologische Vielfalt der Amazonasregion. Die Verwendung ihrer Produkte trägt zu ihrem Erhalt bei. Die Açaí-Beere öffnet eine Tür und macht neugierig. Und es gibt noch etwas Wundersames über die Açaí-Beere zu berichten. Sie hat es geschafft, die Brasilianer mit einem Teil ihrer Geschichte zu versöhnen. Auch die Zutaten für das Rezept des Tages finden wir draußen. Man benötigt bloß einen Garten mit Bananenstauden und einen Pool, sowie Puji, die wir auf Java treffen. Für unsere Fischröllchen im Bananenblatt haben wir bei der Verkäuferin Gemüse und Kräuter bestellt. Wir brauchen Zwiebeln, Knoblauch, Thai-Basilikum, Tomaten und Chilischoten. Das ist meine Küche. Es ist eine typische Landküche, offen, ohne Mauern. Den Fisch für unsere Tilapia fangen wir direkt aus unserem Teich. Zum Glück gibt's noch mehr davon. Der Rote ist entwischt, die Grauen haben weniger Glück. Dieses Gericht essen wir oft, denn Fisch haben wir ja genug. Wenn Besuch kommt, bestellen auch die Nachbarn manchmal bei uns. Es schmeckt köstlich und ist gesund dazu. Für meinen alten Ehemann koche ich das oft. So isst er weniger Frittiertes. Das ist unser Familienleibgericht. Zuerst werden die Zutaten mit dem Mörser zerstoßen. Mit dem Chili fange ich an. Die Bananenblätter brauchen wir im nächsten Schritt. Wir legen sie in drei Schichten aus. So geht nichts daneben. Wir geben Lorbeerblätter dazu, dann Tomaten, ein paar Chilischoten, und Frühlingszwiebeln und Thai-Basilikum. Jetzt fehlt nur noch der Fisch. Wir füllen und bestreichen ihn mit der Kräutermischung. Ruhig ordentlich davon nehmen. Dann rollen wir ihn in das Bananenblatt ein. Das ist ein Mappel.
Mit robusten Bambusspießen fixieren wir das Ganze. Unsere Tilapia werden nun dampfgegart. Mit dem Deckel drauf. Mein Tipp, der Fisch sollte zum Kochen fangfrisch sein. Dann schmeckt er am besten. Dieses Gericht isst man mit den Fingern. Es schmeckt besser und ist einfacher wegen der Gräten. Passen Sie gut auf. Super. Guten Appetit. Heute ist es ganz selbstverständlich, mit unserem Smartphone Musik zu hören. Doch mit genau dieser Idee wurde einst ein Mann aus New York zum Pionier. Wir erzählen seine kuriose Geschichte. Nirgendwo sonst ist die Melodie von Manhattan so eindringlich wie in Midtown. Das endlose Stimmen- und Hubkonzert ist bis zur Spitze des Empire State Buildings zu hören. Es flutet den grell blinkenden Times Square, das elektrische Herz von New York. In Midtown ertönten einst auch die Klänge eines Instruments, dessen Geschichte tief unter der Stadt begraben ist. Sie beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts, dem goldenen Zeitalter der Erfinder, als ein junger, talentierter Musikliebhaber aus Iowa die Weltbühne betritt. Die Journalistin Ella Morton erzählt uns davon. Thaddeus Cahill was born in 1867. Thaddeus Cahill wurde 1867 geboren und war 9 Jahre alt, als Alexander Graham Bell das Telefon erfand. Er war so fasziniert davon, dass er bereits in seiner Jugend begann, mit Musik, Telefon und einer weiteren neuen Erfindung zu experimentieren: Elektrizität. Sein Jurastudium kann ihn nicht von seiner Leidenschaft abbringen. Nach seinem Abschluss zieht Thaddeus Cahill nach Massachusetts, um sich seinem Lebenswerk zu widmen, der Konstruktion eines gewaltigen, völlig neuartigen Instruments. Nach jahrelangem Herumtüfteln reicht Cahill 1897 sein erstes Patent ein. Es ist die Geburtsstunde des Telharmoniums. Der Name Telharmonium setzt sich aus Telegraph und Harmonie zusammen. Dieses Instrument produzierte harmonische, wohlklingende Töne, die über das Telefon übertragen werden konnten. Aufgrund seines enormen Klangspektrums konnte es nicht nur ein Klavier oder eine Orgel imitieren, sondern auch Blasinstrumente oder Geigen. In einer Zeit, in der es noch kein Radio gibt und Orchestermusik gut betuchten Opernbesuchern vorbehalten ist, träumt Cahill von der Demokratisierung der Musik. Thaddeus Cahill war der Meinung, dass seine Erfindung Orchester überflüssig machte, weil sie es ermöglichte, Musik per Telefon zu übertragen. Ähnlich wie es heute Spotify oder Apple Music über das Internet machen. Nur kam er bereits 1906 darauf. Musik sollte jederzeit verfügbar sein, wie Gas oder fließend Wasser. Das war eine revolutionäre Idee. Revolutionär ist auch die Größe des Telharmoniums. Es wiegt 200 Tonnen, hat eine Länge von 18 Metern und eine Leistung von 1,5 Megawatt. Ein Monster aus Eisen und Kupfer. Um ein größtmögliches Publikum zu erreichen, wird es an der Kreuzung Broadway und 39. Straße unterirdisch installiert. Der Erfinder Andy Cavatorta, der schon mit Künstlern wie Björk zusammenarbeitete, hat sich mit seiner Geschichte befasst, um es in Originalgröße nachzubauen.
Er weiht uns in seine technischen Geheimnisse ein. Das Telharmonium hatte die Größe eines kleinen Kraftwerks und enthielt 384 Dynamos, die normalerweise zur Stromversorgung genutzt wurden. Diese Dynamos erzeugten je nach Drehzahl unterschiedliche Frequenzen. Um den Klang verschiedener Instrumente nachzuahmen, waren 384 Stück davon nötig. Die dritte und letzte Version des Instruments besaß zwei Tastaturen, auf denen zwei Personen spielten. Eine erzeugte die Töne, während die andere die Lautstärke regelte. Die Schwierigkeit bestand darin, dass beide gleichzeitig auf die Tasten drücken mussten, damit ein Ton herauskam. Nach erfolgreichen Probekonzerten in Hotels und Restaurants ist die Musik des Telharmoniums ab 1907 für einen Monatsbeitrag von $5 erhältlich. Die Playlist des Telharmoniums wurde wöchentlich per Post an die Abonnenten verschickt, damit diese sich darauf einstellen konnten. Diese Listen existieren noch heute. Sie enthalten eine Mischung aus populärer Musik und klassischer Musik. Das Publikum ist begeistert. Journalisten sprechen von einer mystischen Erfahrung und einzigartiger Klangreinheit. Der Schriftsteller Mark Twain will gar seinen Tod verschieben, um dem Telharmonium länger zuhören zu können. Zu Hochzeiten zählt Thaddeus Cahills Unternehmen 16.000 Abonnenten. Doch die steigende Nachfrage bringt ein Problem mit sich. Das Telharmonium erregte viel Aufsehen und fand großen Anklang. Aber die Kosten für den Bau und die Wartung waren astronomisch hoch, sodass sich das Projekt nicht in größerem Umfang weiterentwickeln ließ. Cahill träumte davon, die ganze Welt mit solchen Maschinen auszustatten. Aber das hätte Dutzende Millionen Dollar gekostet, was die Investoren abschreckte. Schließlich setzte die New Yorker Telefongesellschaft dem Ganzen ein Ende. Die enorme Signalstärke des Telharmoniums beeinträchtigte die Verbindung. Die Leute mussten schreien, um einander zu verstehen. Daher wurde die Übertragung eingestellt. 1916 wird das Programm beendet und 1920 das Telharmonium abgebaut. Dann gerät es in Vergessenheit. Es ist bemerkenswert, dass eine Erfindung von derart großem Ausmaß, die fast ein Jahrzehnt lang die Massen begeisterte, einfach von der Erdoberfläche verschwinden konnte, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen. Nicht mal ein Nagel oder ein Stück Draht. Auch Tonaufnahmen gibt es keine. Niemand hat es je gehört. Es ist nichts übrig geblieben, bis auf das, was sich später daraus entwickelte. Das waren die Anfänge der elektronischen Musik, die zu den ersten Synthesizern und elektrischen Orgeln führten, ohne die sich in den Südstaaten der Gospel nicht entwickelt hätte. Der Gospel vermischte sich mit dem Blues, aus dem der Rock'n'Roll und später der Jazz und progressive Rock hervorgingen. In den 80er Jahren folgte die New Wave. Thaddeus Cahill hatte all dem vorgegriffen, nur eben etwas zu früh. Wie Andy Cavatorta hoffen Musikbegeisterte auf der ganzen Welt, eines Tages den Klang des Telharmoniums hören zu können, der auf ewig im Untergrund der Stadt nachhallen wird. Jetzt graben wir die Lösung des Rätsels aus. Welche Geheimwaffe nutzten französische Soldaten 1915 gegen die Kälte? Das waren haarige Vierbeiner aus dem hohen Norden, Schlittenhunde. 1915 beginnt der Winter nicht gerade mild. Durch Frost und Schnee werden die Straßen zu Pferd oder Maulesel unpassierbar. Die Lebensmittelversorgung und die Evakuierung der Verletzten werden sehr schwierig. Die französische Armee holt also Schlittenhunde aus Alaska. So sind ab 1916 über 400 kälteresistente Hunde im Einsatz.
Übrigens kann man dank des Hundeimports im Ersten Weltkrieg in den Vogesen heute Hundeschlittentouren machen. A bientôt!